Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Artan an. Dieser hat über One Day Startup geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das One Day Startup ist ein Online-Infoprodukt von Flo Marco und Alex Marcy, wo die beiden zusammen erklären, wie man in 24 Stunden ein eigenes Internet-Business aufbaut, mit dem man Geld verdienen kann. Der Kurs besteht aus mehreren Videos, die wie eine Art PowerPoint-Präsentation aufgebaut sind. Unten rechts in der Ecke sieht man entweder Flo Marco oder Alex Marcy, die das Ganze kommentieren und erklären. Der Kurs ist eigentlich in Stunden, Stunde 1 bis 4, 5 bis 10, 11 bis 15, 16 bis 20 und 21 bis 24 aufgeteilt. Diese Einteilungen markieren quasi den eigenen Fortschritt mit dem eigenen Business im Internet. Zum Einstieg erhält man eine Einleitung, die auf den Kurs vorbereitet, sowie eine Vorschau auf den Kurs, sowie dieser abläuft. Dann wird kurz gezeigt, worum es gehen wird. Das Erstellen einer eigenen Webseite, richtig E-Mails schreiben, Produkt- und Marketing-Videos produzieren, Facebook-Kampagnen und vieles mehr. Ein Video zum Beispiel nennt sich Marketing vs. Produktentwicklung. Dort wird auf die Vorteile einer guten Marketingstrategie eingegangen und warum man zuerst ein Marketing aufbauen sollte. Außerdem geht es auch um die Wichtigkeit, ein Produkt anzuwerben, auch wenn es noch gar nicht existiert, indem man zum Beispiel Nutzerumfragen durchführt oder sein Produkt als Vorbestellung anbietet. Auf diese Art und Weise soll sichergestellt werden, dass überhaupt Nachfrage für ein bestimmtes Produkt besteht und es dementsprechend auch Absatz findet. Erst dann sollte man seine Zeit und Geld in die Produktentwicklung stecken. Des Weiteren wird das Lean Startup Prinzip erklärt. Kurz gesagt beschreibt ein Lean Startup die Unternehmensgründung oder Produktlaunch online oder offline mit einem Einsatz von möglichst geringem Kapital. Wichtig dafür sind ein interaktives Konzept, bei welchem das Feedback der Kunden eine enorme Rolle spielt, sowie eine möglichst kurze Entwicklungsphase für das Produkt selbst. Dieses Prinzip lässt sich hervorragend auf digitale Produkte übertragen, da man dort schon mit wenig Kapital viel erreichen kann. Auch die Grundlagen kommen nicht zu kurz. Für Einsteiger, die sich mit dem Thema des Online-Business noch gar nicht auskennen, werden auch generelle Begriffe erklärt, die im Laufe des Kurses noch öfter fallen könnten. Anschließend wird noch ein Blick auf die nächsten 24 Stunden geworfen und wie diese gestaltet werden. Bevor es dann an den Aufbau der Webseite geht, wird noch gezeigt, wie man überhaupt seine eigene Nische findet, um später ein lukratives Internetgeschäft führen zu können. Der nächste Schritt beinhaltet die Positionierung und das Branding. Wenn man seine Nische gefunden hat, muss man sich auf dem Markt stark positionieren. Dazu gehört eine Marke, die man sich erschaffen muss, das sogenannte Branding. Um Kunden anzulocken, braucht man den eigenen Leadmagnet. Wie man einen solchen Leadmagnet findet, wird auch in einem kurzen Video erklärt. Dazu gehört zum Beispiel, dass man eine spezifische Komplettlösung für ein bestimmtes Problem anbieten muss. Diese Lösung sollte zum erwünschten Endresultat des Kunden führen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass der Kunde einen sofortigen Gewinn erhalten sollte und nicht erst über mehrere Tage verteilt. Das Kaufen des Produktes und das Konsumieren sollte zu einem Aha-Erlebnis beim Kunden führen. Im ersten Kapitel, Stunde 1 bis 4, geht es um das Erstellen der Webseite. Dazu gehören das Erstellen eines Covers, Logos, das Einrichten eines Bestellformulars, die Anmeldung bei ClickFunnels, wie man eine Opt-in-Seite aufbaut, wie man eine Membership-Seite einrichtet. Außerdem wird gezeigt, wie man einen Zahlungsanbieter einbindet, wobei Braintee, Stripe und PayPal empfohlen werden, sowie wie man die Domain einrichtet. Ein weiteres Video zeigt den Umgang mit Clicktip, welches optional ist und nicht zwingend notwendig. Das zweite Kapitel, Stunde 5 bis 10, beschäftigt sich mit dem Marketing und der Monetarisierung, also wie man letztendlich online Geld verdienen kann. Dabei geht es zum Beispiel um Evergreen Launch. Was genau bedeutet dieser Begriff und wie bekommt man das selbst hin? Kurz gesagt, mit Evergreen Launch ist ein System gemeint, welches passiv Geld für einen verdient, ohne dass man irgendwann noch aktiv selbst daran arbeiten muss. Man setzt es quasi einmalig auf und lässt das System selbst die Arbeit machen. Das Aufsetzen eines solchen Systems ist nicht ganz unkompliziert und wird daher genauestens beleuchtet und demonstriert. Ein weiterer großer Teil dieses Kapitels ist das Erstellen von Videos, wie man diese auf eine Website einbindet. Videos spielen eine so wichtige Rolle, weil man sie entweder nutzen kann, um sein Produkt zu bewerben oder die Videos selbst schon ein Produkt darstellen, zum Beispiel in Form eines Videokurses. Bei qualitativ hochwertigen Videos gibt es viel zu beachten, vor allem bei den verschiedenen Softwares, die mittlerweile verfügbar sind. Gezeigt werden Softwares, die einfach und unkompliziert im Umgang sind und mit denen man trotzdem zu guten Ergebnissen kommt. Das letzte Kapitel, Stunde 21 bis 24, zeigt das Werben auf Facebook. Bei Facebook-Anzeigen zu schalten kann ziemlich ineffektiv sein, wenn man es falsch macht. Um Fehler zu vermeiden, wird gezeigt, wie es richtig geht. Dafür notwendig ist auf jeden Fall das Auswählen und Erstellen der richtigen Zielgruppe. Facebook selbst bietet einige Tools dafür an, wie zum Beispiel Facebook Pixel und Lookalike Audiences.
Pixel analysiert das Verhalten der Besucher auf der Seite, sodass man sehen kann, welche Handlungen sie ausgeführt haben. Es ist also ein Tool zum Messen der Zielgruppe, um anschließend seine Werbung darauf anpassen zu können. Lookalike Audience ist ein Werkzeug, welches darauf abzielt, eine weitere Zielgruppe zu erreichen, die der ursprünglichen Zielgruppe ähnlich sieht. So bekommt man also eine größere Reichweite und kann mehr Kunden oder Interessenten für sich gewinnen. Dies war nur ein Überblick über den Inhalt, da man nicht alles offenlegen kann. Neben diesen Themen werden noch viele andere behandelt. So weiß man lediglich, auf was man sich einstellen kann und ob der Kurs für einen geeignet ist oder nicht. Erworben habe ich dieses Infoprodukt für 397 Euro. Der Preis sieht erst einmal ziemlich hoch aus, aber man bekommt wirklich eine Menge Inhalt. Es sind unzählige Videos, die teilweise über 20 Minuten gehen. Die Videos an sich sind ansehnlich und gut verständlich. Flo Marco und auch Alex Marcy haben eine angenehme Art und Weise, ihr Wissen zu vermitteln. Ich bin soweit mit dem Kauf zufrieden, da ich einiges lernen konnte. Nun liegt es nur noch an mir, dieses Wissen auch tatsächlich umzusetzen. Mit Hilfe der ganzen Checklisten kann man dies auch Schritt für Schritt erledigen. Würde ich es weiterempfehlen? Ja, ich denke schon. Vor allem, weil man hier als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener etwas lernen kann. Ein Einsteiger wird bei Null abgeholt und für die, die schon etwas weiter sind, lauern noch einige Tipps und Tricks, die sonst noch nicht so bekannt sind. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.